Je näher das Konzert sich nähert, umso unwillig bin ich, mit Leuten zu sprechen. Dort, wo ich geboren bin und aufgewachsen, auch in Moskau, nachdem ich Odessa Schule abgeschlossen habe, das Studium, und dann nach Moskau rübergegangen bin, um an der Musikhochschule, Tschaikowski-Konservatorium, zu studieren. Ich würde sagen, dass in Russland und in der ehemaligen UdSSR die Liszt-Tradition einfach ungebrochen stark war. Und dass ich sozusagen seit meiner Kindheit in Odessa einen Respekt und eine Liebe für Liszt mitbekommen habe. In Wien in erster Linie sehr berühmte Komponisten geboren oder gelebt und gewirkt haben. So ist Odessa die Stadt, wo viele später gewordene berühmte Interpreten, zwar weltweit, auch geboren und aufgewachsen sind, so wie David Oistrakh oder Emil Gilels oder Nathan Milstein oder Svetoslav Richter, der mit 3 Jahren nach Odessa gekommen ist und dort aufgewachsen ist. So aus dieser Richtung vielleicht hat Odessa also enorme Rolle gespielt in meiner Erziehung und hat natürlich auch mich sehr stark geprägt. Das hat ein sehr glückliches Klima gehabt, also diese Mischung zwischen Meeresluft und Steppenluft. Ja? Und diese Mischung ergab eine sehr, also wirklich begnadete. Schon begnadete, sehr poetisch auch. Poetisch auch, aber auch es ergab ein begnadetes Klima und es war so ein unvergesslicher, damals in meiner Kindheit, unvergesslicher Frühling. Ich mache übrigens fast jedes Jahr bewusst Urlaub in Österreich, am Wörthersee. Okay. Ja, ich darf nie vorn, nie weiter sein als das hinterste Eck von dem. Gestorben war ich vor Liebeswonne, begraben lag ich in ihren Armen. Wie jede Zeit mit Tod und Liebe umgeht, ich kann das nicht aus der Sicht von Franz Liszt, aus der Zeit, in der Franz Liszt gewirkt, gearbeitet hat, sagen. Ich kann nur seine Kunst in unsere Zeit holen, seine Werke in unsere Zeit holen, mit ihm die literarische Vorlagen und versuchen es in unserer Zeit zeitgemäß neu zu gestalten. Ich meine, das Gedicht hat es sehr schwer in dieser Zeit, das ist ganz klar, und es wird immer noch von mutigen Dichtern geschrieben. Und ich meine, wenn ich nur zum Beispiel an die Frau Mayröcker denke, ich glaube nicht, dass die große Lyrik, und wir haben es ja hier nur teilweise mit Lyrik und eigentlich mehr mit Balladen zu tun, dass die ganz vergehen wird, das glaube ich nicht. Und nun haben viele deutschsprachige Poeten haben das große Glück, dass sich Komponisten dieser Gedichte bemächtigt haben, also Schumann, Schubert, Hugo Wolf. Bis zur Taufe, das Hochzeitsfeste tut sich auf, die Toten reiten schneller. Man kann nicht sagen, dass Liszt Entdecker und Erfinder des Melodram war. Er hat sich einfach mit vielen Dingen auseinandergesetzt. Das Melodram, darum haben sich bereits Schumann und Schubert gekümmert. Liszt hat große Balladen hergenommen und er bezeichnet sie auch Ballade von Bürger zum Beispiel, mit melodramatischer Klavierbegleitung. Das heißt, das Klavier untermalt hier in diesem Sinne den Text. Die andere Vorgangsweise beim Komponieren für Franz Liszt war, dass er eine Textvorlage genommen hat und darüber ein
Musikstück geschrieben hat. Wir Schauspieler sind gewöhnt, wenn wir eine Rolle spielen, dass wir wochenlang Proben haben. Nicht? Das ist in so einem Fall natürlich nicht in dieser Kontinuität möglich, aber wir haben viel zusammengearbeitet. Eduard ist sehr geduldig mit mir und hat mir immer wieder die Möglichkeit gegeben, es zu üben, weil man allein da ein bisschen aufgeschmissen ist. Also, der Kaffee gehört zu meinen Ritualen beim Üben, beim Proben. Auf meine eigenen Emotionen zurückzugreifen, mache ich bewusst in der Vorbereitung, damit ich weiß, was das Stück mir selbst einmal gibt oder auch nicht, oder je nach Inspiration, was es natürlich auch dem Komponisten bedeutet hat, von der Stimmung her. Und dann versuche ich das aber für mich bewusst beim Konzert jetzt ad acta zu legen, damit eben das Publikum den Vorrang hat, zu genießen, zu erleben und auch in seiner Imagination eben zu gestalten. Selbst einer der größten Pianisten aller Zeiten, Ferruccio Busoni und Verehrer Franz Liszt, gesagt hat, für einen Pianisten, einen konzertierenden Pianisten ist die größte Tragödie eben die, dass wir nie wissen, ob wir an dem Tag der Aufführung wirklich diese Darbietung fühlen und auch weitergeben können. Ich komme aus Sardinien, ja, ich komme aus einem sehr fröhlichen Land, also die Menschen sind sehr lebensfreudig, das habe ich schon mitgenommen, und gleichzeitig aber auch diese Wiener Schwermut, Melancholie sozusagen, hat mich auch im Laufe der Jahre angesteckt.